Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder den Mining Simulator 2. Beim letzten Mal war Victor dabei und hat mir das Spiel gezeigt und hat mir ein paar coole Glitches gezeigt, die ich euch jetzt auch nochmal zeigen werde, falls ihr noch nicht dabei wart. Ich habe hier auf jeden Fall mir ein paar Gamepässe geholt, wie zum Beispiel diese Omega-Bombe hier. Die piept und dann macht sie... Und da sind ein paar Kleinigkeiten drin, die ich mitnehmen kann. Guck mal, der baut jetzt Sachen ab und... geklaut. Ha! Okay, ich springe einfach mal runter hier. Weil ich habe ja beim letzten Mal noch ein Rebirth gemacht. Und kann mir jetzt erstmal die Münzkiste abholen. Das bringt mir schon mal 3 Millionen. Wenn ich jetzt verkaufe, wie viel kriege ich denn? 400.000, alles klar. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier einfach mal was reinzuwerfen. Cool. Hat jemand schon ein Loch gebuddelt? Ja, da unten. Dann springen wir einfach mal runter. Hui! Ich kann nicht mehr. Aber es geht gut durch. Dankeschön. Danke an alle meine Homies, die sich nach unten gegraben haben und dann nach hier gegraben haben. Und jetzt ist hier eine Höhle. Okay. Aber wenn wir in der Höhle sind, kann ich euch ja schon mal diesen Glitch zeigen. Ihr müsst einfach nur mit der Kamera hier so durchgehen. Und dann sehen wir, hier ist eine Fläche. Ihr nehmt euren Teleporter, klickt dorthin und teleportiert euch dahin. Und schon seid ihr out of map. Beziehungsweise ihr seid nicht wirklich out of map, aber ihr seid außerhalb des Höhlensystems. Ihr seid jetzt in den Höhlenwänden drin. Und das Spiel, das rendert natürlich nicht jeden Block innerhalb dieser Wände, weil das zu viel Kapazitäten fressen würde. Dann würde das Spiel ja überlaggen bei euch, wenn hier überall Blöcke wären. Deswegen werden immer nur die äußeren, die außen zu sehenden Hüllen sozusagen von allen Blöcken gerendert. Sodass es von, wenn ihr in der Höhle drin seid, so aussieht, als ob das eine vollständige Höhle ist. Aber von außen seht ihr, ha, nix da. Und ich sehe, hier hat sich jemand runtergegraben bis dorthin. Und dann hat er keine Lust mehr, oder wie? Keine Lust mehr gehabt, weiter zu buddeln. Okay, da hinten hat sich noch jemand weiter gebuddelt. Erstmal machen wir das weg da. Bam. Das ist auch lustig, so eine Explosion invertiert zu sehen. Aber ich springe jetzt mal komplett runter hier. Oh, die Erze nehme ich natürlich mit. Weil das Krasse an diesem Glitch ist ja zusammengebrochen. Oh nein, die Mine ist eingestürzt. Warte, an der Oberfläche. Was? Was ist da denn jetzt passiert? Liegt das daran, dass ich zu tief war? Oder liegt das... Ach so, nein, die Mine wird resettet. Ich verstehe. Ah, ja, habe ich mal wieder ein paar zu viele Explosionen hier reingeworfen. Schade, schade. Aber wir gehen erstmal auf Verkaufen. Wo ist Verkaufen? Da ist Verkaufen. Jetzt habe ich 3,4 Millionen und jetzt habe ich 10,5 Millionen. Dann machen wir den Glitch gleich nochmal. Wenn ihr das Video hier seht, ist glaube ich auch Samstag. Das bedeutet, ich gehe mal davon aus, dass heute auch ein Pet Simulator X Update kommt. Und das werden wir uns heute im Livestream auch angucken. Also 18 Uhr, schaltet ein beim Livestream. Preston hat diesmal auf Twitter auch gesagt, Pet Simulator X Update soon. Wenn es heute nicht kommt, dann bin ich echt enttäuscht. Also dann weiß ich wirklich nicht weiter. Aber wir kennen Preston, ja. Es könnte sogar sein, dass es vielleicht doch heute nicht kommt. Gut, wir buddeln uns einmal hier runter. So, machen wir ein Loch. So, und wenn wir jetzt das Loch hier gebuddelt haben, gehen wir hier einmal rein, Teleporter, dann einmal diesen hier, bap, dann wieder teleportieren und wir sind out of map und springen einfach mal runter, hui! Und jetzt hat sich noch niemand so tief gebuddelt, wir sind die Ersten, die uns nach unten buddeln werden. Das hier ist diese eine Höhle da und weiter runter und da unten kommt die nächste und guck mal, ich bin in keine Höhle gedroppt doch jetzt. Und noch tiefer, man kann jetzt einfach runterspringen, es ist so geil. Es ist so geil. Die Mine wurde gerade resettet und ich bin jetzt einfach der Erste, der hier mit rein kann. Wenn ich jetzt hier so ein Ding hinwerfe, geht das auf? Nee, es geht nicht auf. Weil wir hatten im letzten Spiel, als Victor und ich gespielt haben, hatten wir da so eine Öffnung in der Decke. Das fand ich ein bisschen komisch. Ach, hier ist auch so eine Öffnung in der Decke. Also das gehört dann scheinbar so. Warum hier eine Öffnung ist, weiß ich aber auch nicht. Ich springe hier einmal rein. Und denkt mir dann so, ich glaube, die haben da was falsch gebaut, dass da eine Öffnung ist. Aber okay, jetzt sind wir schon hier in der Tiefe. Ich werfe hier einmal was rein. So, Gefahrenmesser. Guck mal. Und jetzt ist meine Omega-Bombe gar nicht mehr gut genug, um die Blöcke überhaupt abzubauen. Aber sie ist gut genug, um die Erze abzubauen. So. Ach, hier steht dann, wie viele Blöcke abgebaut werden müssen bis zum Zusammenbruch. Jetzt verstehe ich. Okay, ich gehe erstmal verkaufen. Und dann buddeln wir uns noch ein kleines Stückchen tiefer hier. Bop, bop, bop. Dann wieder ein Block rein und der Teleporter wird erst entfernt, platziert, teleportiert und dann springen wir noch ein Stück runter und zu der vorletzten Ebene. Und hier sind Erze und die Erze kann ich schon abbauen. Guck mal, die Blöcke lassen sich nicht mehr abbauen, aber die Erze lassen sich noch abbauen. Das ist das Krasse. Und die Erze bringen ja sowieso am meisten Cash. Das heißt, das ist die Methode, um am schnellsten zu farmen. Man muss halt leider die zwei Gamepässe haben mit der Omega-Bombe und den Teleporter. Aber ich finde, die sind es mir wert. Die sind es mir wert. Ich spare so viel Zeit dank diesem coolen Glitch. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu diesem Glitch ist, weil es ist ja auf jeden Fall nicht so gedacht von den Spielentwicklern. Aber irgendwo macht es auch Spaß. Man kann einfach zu jedem Erz laufen, das man will. Dann wirft man hier das Ding ran und nimmt das Ding mit. So. Da vorne sind ein paar hellblaue Erze. Hellblau ist gut. Wobei, das sind, glaube ich, Diamanten und nicht das gute Hellblaue. Guck mal kurz auf Items, auf Erze und das... Ja, Diamanten sind das dann. Aber ich nehme auch gerne Diamanten mit. Warum auch nicht, ne? Aber das hier nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist nämlich gut. Und hier werfe ich es natürlich in die Mitte, um so viele Erze wie möglich mit einer Bombe mitzunehmen. Und alle erwischt. Perfekt. Und dann springe ich natürlich noch runter bis zur letzten Ebene. Weil bei der letzten Ebene gibt es dann auch die allerbesten Erze. Und ich falle einfach straight up durch. Okay, jetzt sind wir angekommen. Oh, da ist jemand anderes auch rein.
Ehrenlos. Guck mal, ich bin gar nicht der Einzige. Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Ich war nicht der Erste hier unten. Also ich bin auch nicht der Einzige, der hier diesen Glitch nutzt. Naja, jetzt erstmal weiter farmen. Wie viel brauche ich eigentlich für den nächsten Rebirth? Ich glaube 800.000. Ich meine 800 Millionen. Das sollte machbar sein. Na gut, dann nehme ich nochmal hier ein paar kleine Erze mit. Platziere mal meinen Teleporter hier, damit ich beim nächsten Mal nicht mehr so weit runterspringen muss. Und springe jetzt nochmal ein Stückeli. Und top, das nehmen wir uns auch mit. Das hier auch. Und hier sind die Jutenerze wieder. Die schmecken gut. Ach ja. Und ihr erinnert euch ja, das Spiel lässt ja keine Layered Clothing zu. Was dann dafür sorgt, dass man den Rucksack hier bei mir immerhin sehen kann. Aber auch dafür sorgt, dass ich keine Hose anhab. Aber dafür habe ich mir jetzt eine Unterhose angezogen. Unter meinen Layered Clothing, damit ich hier nicht mehr nackt herumlaufe. Nur weil mir das Spiel die Hose auszieht. Diese Unterhosen, die könnt ihr euch jetzt auch in Club Based einfach so im Shop holen. Aber die eine Unterhose, die ich trage, die ist natürlich teuer gemacht, weil die ist unique. Aber in den anderen Farben kriegt ihr sie recht günstig. Falls ihr auch Unterhosen haben wollt, weil ihr Layered Clothing benutzt. Ich weiß, viele Leute benutzen noch nicht Layered Clothing. Ich schon, weil ich finde, das ist eigentlich ein cooles Prinzip. Und wenn da noch ein paar mehr Hosen und so rauskommen, dann kann man sich auf jeden Fall coole Avatare damit erstellen. Und dann machen diese klassischen Hosen eigentlich auch nur noch Sinn, wenn man sie als Unterhosen verwendet. Oh, hier ist Chromium oder Chromit, wie heißt das? Wir bauen es ab, dann wissen wir es. So, es heißt Chromit, ja. Ah, das Blaue habe ich auch noch nicht gefunden. Ich springe nochmal ein Stückchen runter. Aber ich stelle mich irgendwie blöd an, hier was zu finden. Also was sehr Gutes zu finden. Aber ich glaube, ich habe auch schon wieder genug für den Rebirth. Oder zumindest fast genug. Also was ich mache, ist, ich werfe hier nochmal hin. So, und dann gehe ich einmal auf Verkaufen. Und habe jetzt 1,1 Billion. Das heißt, ich gehe auf Wiedergeburt und 1,2 Billion. Okay, ich dachte, ich müsste 800 Millionen nehmen. Okay, die Juwelenkiste nehme ich auf jeden Fall noch mit. Dann teleportiere ich mich nochmal zur Oberfläche. Weil ich will dann auch einfach noch die anderen Kisten mitnehmen. Und die anderen Kisten, die werden dann reichen. Also in der Unterwelt habe ich bestimmt keine Kiste mitgenommen. Schmolz der Truhe mitnehmen. Und jetzt habe ich genug für den Rebirth. Rebirth. Jo. So, und jetzt haben wir zwei einfache Kisten und die werde ich natürlich öffnen. Gehen wir auf Items, einfache Kiste, öffnen wir. Und jetzt will ich was Gutes haben. Please. Und gib mir was Gutes. Ja, nein. Aha. Aha. Na gut, das ist ganz hübsch. Das hat Victor auch beanspruchen. So, und dann, jetzt möchte ich aber Regenbogenkristalle. Please. Nur einmal. Ich brauche Regenbogenkristalle nur einmal. Brauchst du mir nicht öfter geben? Nur einmal. Das tut dir ja nicht weh. Oh, nee. Oh, nee. Das sind dann noch so hässliche Herzen, die irgendwie buschig aussehen sollen. Naja. Es ist einfach so, wie es ist, ne? Also, wir haben null Cash Money. Also, gehen wir hier einmal wieder rein in unser Loch. Obwohl, ist mein Teleporter noch da? Nee, der ist nicht mehr da. Der ist jetzt resettet worden mit dem Rebirth. Also, teleportieren wir uns da nochmal hin und springen nochmal runter. Tschüss. Oh, guck mal, das arme Skelett. Das müssen wir abbauen. Aber ich brauche mir das Elend nicht angucken. Ich springe einfach runter und runter und runter. Und einfach ausweichen. Das ist jetzt wie The Dropper. Okay, ich habe versagt. Ich bin auf unsichtbaren Blöcken gelandet. Please, lass mich vorbei. Ja. Nein, vorbei, habe ich gesagt. Na gut, dann nehme ich das hier mit. Und unser Ziel war es ja, ich glaube 500.000, wir gucken nochmal nach, ja, 5 Millionen Blöcke insgesamt abzubauen. Ich habe gerade 900.000 Blöcke. Also ich muss tatsächlich noch eine Weile farmen, bis ich Trading freigeschaltet habe. Und bis ich so viel gefarmt habe, dann brauche ich gar kein Trading mehr. Das heißt, die haben das wieder so gemacht, dass es Trading erst dann gibt, wenn man im Late Game angekommen ist und sich dadurch nicht mehr bereichern kann. Macht doch irgendwo Sinn, aber irgendwo ist es auch doof, weil ich wollte gute Pets von Victor haben. Jetzt habe ich mir gute Pets für Robux gekauft. Das ist das Leben. Das ist das Leben, wenn man reich ist. Ich bin halt nicht wirklich reich. Ich kann mir das nur leisten, weil es wenige unter euch gibt, die mir ab und zu mal Robux in Roblox spenden. Und ich bin euch sehr dankbar dafür, weil wenn ich die Robux nicht von euch bekommen würde, dann könnte ich mir ganz viele Dinge in den Spielen gar nicht leisten und könnte gar nicht so viel zeigen. Geschmolzener Kern. Yeah. Noch einen runter. Please, noch einen. Nur noch einer. So, das hier auch noch. Wie viel kostet mich der nächste Rebirth? Der kostet mich dann 1,6 Billion. Ach, das ist ja nisch. Gar nischt ist das. Und hier will ich noch die ganzen Erze mitnehmen, weil hier liegen so viele Erze. Es sind zwar nicht die besten Erze, aber es sind viele. Und viele ist gut. Ich finde aber, der Recoil von dieser Omega Nuke könnte gerne ein bisschen kürzer sein. Nicht Recoil. Der Debounce könnte ein bisschen kürzer sein. Oder der Radius ein bisschen größer. Das wäre auch schön. Ich meine, das heißt der Omega Nuke. Und nicht Mini-Grenade. Weil es verhält sich hier unten auf jeden Fall wie so eine Mini-Granate. Und dann packen wir noch das hier hin. Schuh. Und dann gehen wir runter bis zur letzten Ebene. Ach, ist das Leben nicht schön, wenn man sich einfach durchgraben kann. Ah! Hilfe! Wo ist denn das Ding jetzt gelandet, hä? Egal, ich bin bei der Kristallhöhle angekommen. Ist das hier Lava oder ist das ein Baum? Egal. Und dann werden wir einfach weiter farmen. Ich kann es aber gerade auch gar nicht einschätzen, wie viel ich wirklich brauche, um zu farmen. Wisst ihr noch, wie viel ich beim letzten Rebirth an Materialien hier hatte? Dann könnte ich mich daran orientieren und halt ein bisschen mehr mitnehmen.
Oh, Chromit. Yeah. Das ist das, was ich haben will. Gib mir mehr Chromit. Wisst ihr, das Schöne an dieser Art zu meinen, die ich ja mache, ist ja, ich meine die ganz normalen Blöcke gar nicht. Weil ich die ganz normalen Blöcke nicht wegmeine, ist das natürlich auch sehr schonend. Die Mine stürzt nicht so schnell ein. Das ist gut für die Umwelt. Aber meint ihr vorhin, als die Mine eingestürzt ist, dass ich gestorben bin? Ich meine, ich war so tief unter der Erde, ich bin safe gestorben. Oder meint ihr, ich hab's überlebt, weil ich out of map war? So viele Fragen. Doch die Antwort bleibt unbekannt. Aber ich habe jetzt auch so viel Chromit gefunden, das gefällt mir. Hier nochmal noch ein Stückchen nach unten. Oh. Ja, jetzt haben wir hier neue Farben. Neue Farben bedeutet neue Blöcke, wie zum Beispiel der hier. Das ist gut. Ich muss nochmal gucken, wie das heißt. Victor kennt die ganzen Namen aus dem Kopf. Ich weiß nicht, was der für ein Psychopath ist. Ah, okay, er hat ihn wahrscheinlich auch normal gemeint, im Gegensatz zu mir. Aber es handelt sich um Larimar. Und Larimar, 225.000. Ich glaube, da gab es aber noch was Besseres als Larimar. Das ist auch blau war, oder? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich farm jetzt auf jeden Fall Larimar, wenn ich sehe. Und Chromit sowieso. Meine Pets steigen auch immer gut in den Stufen auf. Jetzt schon Stufe 11. Aber wie soll ich diese beiden Erze gleichzeitig holen? Ich weiß es nicht. Wenn ich das jetzt hier hinwerfe, ja, dann ist das hier nicht dabei, oder? Ja. Na gut, das sind die Struggles von mir. Wie schaffe ich es mit einer Omega-Nuke mehrere Erze abzubauen? Kann ich das hier noch mitnehmen? Und dann noch ein bisschen hiervon. Oh, da hinten komme ich gar nicht hin, ne? Ja. Nein, ja. Nein, ich bin runtergefallen. Nein! Oh Gott. Ich wurde aufgefangen von einer Insel, Gott sei Dank. Und da vorne ist wieder Larimar. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch mehr als genug. Was heißt MS1-Vorteile? Bist du sicher, dass du deinen Mining-Simulator 1-Vorteile beanspruchen möchtest? Ich habe in Mining-Simulator 1, glaube ich, gar nichts gemacht. Ich beanspruche... Oh mein Gott! Danke, dass du Mining-Simulator 1 gespielt hast. Als Dankeschön für den Besitz einiger Gamepässe hast du Boni in Mining-Simulator 2 erhalten. Gar keine! Geil! Ich meine, es ist schön, dass die einem sowas anbieten. Das hätte Pet-Simulator auch machen können. Hat Pet Simulator aber nicht gemacht, weil neues Spiel heißt neue Game Pässe. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon genug, um den nächsten Rebirth zusammenzubekommen, oder? Ich baue jetzt nochmal die Erze hier. Für Notfall platziere ich meinen Teleporter hier auch einmal. Ah, die Herz, das muss ich ja auch noch abbauen hier. Das muss sein. Und das hier muss auch sein. Oh, es ist so ansteckend. Man kann nicht aufhören. Man kann einfach nicht aufhören, hier zu farmen. Guckt euch das an. Ich sehe das und denke mir, ja, hier muss ich auch noch meine Omega Nuke ranwerfen. Es macht schon irgendwo süchtig. Aber wir gehen jetzt mal verkaufen. Und dann habe ich... 3,97 Billionen. Okay, okay. Ich habe mehr als genug zusammengefarmt. Dann werde ich wahrscheinlich doch nochmal hier an das Eck gehen. Und einfach automatisch. Wir lassen das einfach mal durchlaufen. Kann ich Auto-Delete anmachen? Augenblick. Ich gucke einmal, ob ich Auto-Delete irgendwie anmachen kann. Auto-Löschen. Gewöhnlich, einzigartig, selten. Episch würde ich noch nicht. Und jetzt lassen wir es einfach mal durchlaufen. Yeah, automatisch gelöscht. Na gut, wir warten einfach mal. Und ich gehe mir so lange ein bisschen was zu trinken holen. Wenn ich zurückkomme, sehe ich ja, ob ich was Gutes geholt habe. Okay, ich bin zurück und ich komme, glaube ich, auch gerade rechtzeitig. Ich gucke in den Chat, sehe, ich habe nichts Legendäres gezogen. Gehe dann mal in mein Inventar und... Saphir-Dämonen. Das sieht doch gut aus. Das ist doch schön. Zwei Saphir-Dämonen und ein Amethyst-Golem. Ja, dann kann ich ja mal die besten ausrüsten. Habe jetzt ein paar ein wenig bessere Pets und... Ah, ich habe jetzt ein Pet zu viel gehatcht. Ja, okay, dann teleportieren wir uns einmal nochmal raus. Holen uns kurz die Erze hier ab. Und natürlich noch die Erze hier ab. Und dann sollte das auch schon reichen. So, wir gehen auf Wiedergeburt, holen uns die nächste Wiedergeburt. Yo, kostet nichts. So, und jetzt öffnen wir die nächsten zwei Kisten, die wir bekommen haben. Und jetzt bitte was Gutes, please. Please, nur ein Regenbogenkristall. Regenbogenkristall, please? Ja, nein. Ja, nein, nein. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Ja, nächstes öffnen. Und... Jetzt aber, please, 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 was Gutes. Ja. Ja! Ja! Nein! Ah! Ah, war ja klar. Na gut, ich packe mir das hier auf mein Tool. Und da ich gerebirthed habe, ziehe ich natürlich wieder meinen Unendlichkeitsrucksack an, damit alle sehen, dass ich einen Game Pass geholt habe. Und ich habe immer noch ein kleines Fass. Könnte man das kleine Fass normal kaufen? Ist das so ein Ding? Ich weiß es nicht. Naja, ich gehe nochmal in mein Löchlein rein und setze mein Teleporterchen nochmal und springe nochmal herunterchen. Aber genauso sieht der Loop jetzt die ganze Zeit aus. Und ja, wenn Pet Simulator heute kein Update rausbringt, dann ist das auch das, was ich heute im Livestream machen werde. Ich würde aber mal sagen, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!